Hallihallo und willkommen zurück hier zum Let's Play Dragon's Crown mit mir, dem Leviathan 2. So, heute das gleiche, was wir jedes Mal versuchen. Wir versuchen den antiken Drachen umzubringen. Jetzt bin ich... Wieso drücke ich immer die falschen Knöpfe? Nein, ich wollte hier beim Equipment... habe ich jetzt hier nicht einen besseren bekommen? Genau, oder einen besseren kann ich jetzt ausrüsten. Das gilt wahrscheinlich nicht für die Schuhe. Doch. From Undead Foes. Und was hat der? Damage Dead. Schuhe. Habe ich sonst noch irgendwas, was ich jetzt hier irgendwie vergessen habe? Ich glaube nicht. Nee. Nur dann passt ja eigentlich schon. Enemy Item Drop Rate. Damage Taken. Ja, das ist schon mal ein guter Bogen, um es nochmal zu versuchen. Talismane habe ich alle. Gut, dann Freunde aufsammeln, die ich opfern kann. Okay. Naja, ich verliere sie ja sowieso, da kommt es auch nicht mehr auf die Ausrüstung drauf an. Gut. Also verlieren. Verlieren tue ich sie so oder so. Entweder weil ich den der Drache alle tötet oder weil ich das Let's Play dann beenden könnte, wenn ich ihn besiegen würde. Was je länger, je weniger unwahrscheinlich wird. Ah ja. Wir versuchen es jetzt zuerst einmal auf die. Habe ich jetzt hier irgendwo... Ah, nein, nicht hier. Okay. Jetzt habe ich gerade gedacht, ich hätte die... Runen verpasst. Ich habe die jetzt irgendwie im Mittelpunkt des Bildschirms erwartet. It's the rune you needed. Ja, ja. Es war die Rune, die ich gebraucht habe. The goddess's powers of resurrection cannot reach you here. A request a do-over. Okay, kriegst du. Muss dann einfach mir auch helfen. Jeder nimmt sich etwas. Oder der Zwerg hier nimmt sich alles. Habe ich überhaupt noch... Genau, kleine Portion. Ja. Nicht so, dass es mich retten wird. Kommt er? Jetzt kommt er. Bitte hier hin, meine Freunde. Jaha! Autsch. Ich wurde von einem Tornado in den nächsten geschleudert. Das ist nicht mehr. Autsch. Warum kann es nicht lieb sein? So, und damit wäre auch die Heilung weg. Ich glaube, das läuft noch schlechter als sonst. Hier kommen Feuerbälle runter, die mich trotzdem treffen. Ja, nicht so viel Schaden gemacht, wie möglich gewesen wäre. Autsch. Au, ich... Ah nein, ich bin nicht mal der Erste, der gestorben ist. Der Zwerg kam vor mir. Aber meine Überlebung, glaube ich, länger als sonst. Kommt ihr bitte hier nach hinten? Alle... Gut. Genau. Jetzt kommen da die Dinger, die ich nicht aufhalten kann. Ich gehe davon aus, dass meine auch die Computer angreifen würden, wenn sie jetzt irgendwie die Möglichkeit dazu hätten. Kommt halt hier hin. Oh. Jetzt
hier hin. Was ist das? Ja, jetzt kommt er noch einmal mit dem Wind. Da fängt ihr den normalen Kampf an. Ja. Die Bogen macht ja schon um einiges mehr Schaden. Jetzt noch hier die Skelette erledigen. Und hier kommt was. Oh Gott, das läuft überhaupt nicht gut. Was ist das jetzt schon? Nein. Kommt hier hin. Okay. Ja. Und hier kommen noch die Skelette. Und der hier. Ach so! Ah, die können wir auch zurückschleudern. Ah. Okay. Das ändert natürlich die ganze Sache. Man lernt jedes Mal aufs Neue. Aber jetzt können wir uns nicht mehr verstecken. Ich habe es zu spät bemerkt. Es hat doch noch funktioniert. Ah, jetzt hat er sich geheilt. Ach, snap out of the confusion. Ich glaube, ich muss die hier kaputt schlagen. Genau. Damit zumindest ein Tornado nicht passiert. Autsch. Komm, ich möchte jetzt nicht sterben, wo ich doch so nah. Oh, aber ich habe Vertrauen in meine Fähigkeiten jetzt. Ja, da gehe ich nicht nochmal extra trainieren. Also, gut. Also gut. Ich kann die Tornados an den Seiten zerstören und anscheinend auch die Feuerbälle, die vom Himmel fallen, so wie ich es jetzt mit dem Fallen gesehen habe. Und ich kann seine... ich kann seine quasi wandvernichtenden Schüsse zurückfeuern. Das ist auch etwas, das man sich merken muss. Also, dann haben wir hier viele gute Freunde, die uns weiterhelfen können. Wir nehmen einmal den Simon. Einmal den, was hat der? Slow. Ja, wenn es hilft. Einmal den Augustus. Und einmal Hope, nee, Quinn. Ach, einfach daher die Reagan. Dann, ja, was haben wir denn? Equipment, wie sieht's aus? Na, da geht noch nichts kaputt. Das ist gut. Das Problem ist mein Leben. Ich gehe da noch schauen, ob sie vielleicht etwas hat, das da ein bisschen mehr hilft. Und zuerst Choose Allies. Die sind jetzt nochmal ein bisschen stärker als beim letzten Mal. Okay. Hoffe ich. Und dann, oh, werden wir es dem Drachen zeigen diesmal.
zuerst nur mit Nahkampf angegriffen. Und sobald er quasi das erste Mal sich heilt, denke ich, werde ich nur dort. Nein, ich werde wahrscheinlich von Anfang an mit ihm fallen. Ja, ich werde dann schauen, wie es funktioniert. Ich hoffe, ich kriege ihn down. Sie hat nichts. Ah, das ist blöd. What would you like? Ich sage, vom anderen habe ich ihm auch nicht mehr viel. Oh, das ist so blöd. Dann nehmen wir halt die drei kleinen. Das ist quasi nochmal ein extra Leben. Also hoffen wir, dass diesmal ein bisschen mehr funktioniert. Hier nochmal, hier und hier. Öffne das Tor. You step forth into the illusionary lands. The goddess's powers of resurrection cannot reach. Run away! Ja, du sagst es. Du kannst einen Golem machen? Kannst du. Blup, und das Essen liegt da trotzdem rum. Sagen kann der Kampf jetzt wieder beginnen. Und wieder alle zurück. So. Ich gebe mir die Pfeile nicht aus. Tot. Naja, wir haben ihm schon die Hälfte seiner Leben abgezogen. Jetzt müsste ich nur noch wieder weg werden und Teil 1 sammeln. So. Und. So, macht zwar nur minimst Schaden, aber. Macht wenigstens minimst Schaden. So, alle zurück. Ach du Zwerg. So. Und hier haben wir einen Tornado. Hab ich nicht gesehen, haben mich deshalb schön bringen. Wow, das war heftig. Nochmal Tornado? Das ist ein bisschen Overkill, meinst du nicht auch? Egal. Autsch, 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 autsch. Komm, steht wieder auf. So, wieder aus dem letzten Rohr. Yeah.
Und, oh Gott. Wer lebt noch? Na, der Zwerg. Oh Gott. Das ist unschön. Kann ich da nicht irgendwie, keine Ahnung. Vortex Scroll und dann hoffen, dass die da. Ich bin tot. Wieder mal. Aber die Vortex Scroll kann die Sachen zurückschleudern. Okay, ich habe da kein Problem mit, dass ich wieder kaputt bin. Vielleicht finde ich jetzt bessere Heiltränke. Ich bin so nah dran, ich habe jetzt keine Lust mehr, noch extra immer wieder farmen zu gehen. Da ist mir die Lust dran echt verleidet. Equipment. Ja, da muss ich wohl doch schon. Ja, ein bisschen. Items, hast du jetzt was? Hier Potion M, hier. Und Restock, ja. Dann Repair Equipment, alles. Und dann gehen wir noch beim Liu Kang schauen, ob er noch einen besseren Zauber hat als die Vortex Scroll. Did you see this room somewhere? Ja, das ist nicht mein Problem, die habe ich gefunden. Which one? Storm Vortex Scroll Storm Ring. Anscheinend nicht, hä? Moral Magic. Ah, da hat er einfach noch was ich alles brauche. Okay. Dann wohl doch einfach wieder ein paar Freunde wiederbeleben und das Ganze nochmal versuchen. What troubles you, my child? Die einzige Gründe, warum dass ich jetzt noch wieder farm gehen könnte, wäre allenfalls Geld und oder tote Leute finden. Und dann noch Hope. So, dann noch schnell bei mir die Equipment Bag. Heal Potion M. Genau die hier. Und dann noch die Freunde mitnehmen. One more drink. Oh, was? Ach so, der hier hat überlebt den letzten Kampf. Ach so, weil ich vor ihm gestorben bin. Ja. Und Hope hat, außer Meteorite Scroll hat sie nicht viel. Ja, dann lassen wir Hope mal hier. Gehen mit den Nahkämpfern. Und dem einen Magier. Gut. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Wir müssen ihm nur irgendwie genug Schaden reinwürgen. Und Reveal Mystery Zone. You step forth into the illusionary land. The goddess's powers of resurrection cannot reach you here. Und wieder ein Golem, der hat zwar, glaube ich, letztes Mal auch nichts gebracht, aber naja. Besser einer als keiner. Und da kommt der. Kommt ihr bitte alle hier hin? Nein, keine Tornados für dich. Oder?
Autsch. Wow, Combo Breaker oder was? Ja. Schon wieder Tornados? Ach komm jetzt. Es wird langsam alt. Ja, toll, danke. So, jetzt sind wir wieder die Heiltränke ausgegangen, aber... Was tut das denen weh? Macht er keinen Schaden. Das hat funktioniert diesmal. Jetzt nochmal hier vor dem Windschützen. Bitte gleich alle. Und dann kann man den Kampf wieder aufnehmen. Tornado! Und da kommt er. Den konnte ich nicht mehr aufhalten. Schon wieder. Egal. Jetzt sieht's schon besser für mich aus. Besiegt! Yes! Ha! Endlich! With a ground-shaking thud that parts the clouds, the ancient dragon falls. You have returned it to its eternal sleep. The immortal dragon slumbers once again. Congratulations, hero! With your own hands, you have defeated a myth. S-Rank. Ja, Dragon's Crown. Oh, endlich ist's vorbei. Wow! Slow down, Game. Okay, und was habe ich bekommen? Kein Level up. The Dragon's Crown lay near the ancient dragon. It was the cause of this incident, but you can make it a symbol of hope. Without the demons, this is just an ordinary crown. However, the minds of the people have ascribed great power to it. Okay, was haben wir denn hier so für Spoils? Level 29, ganz verschiedene. Aber keinen einzigen Schuh. Also, Mantel, ich habe ja extrem viel Geld bekommen, glaube ich. Da würde ich sagen... Price, damit ich da noch einen Bogen habe. Den kann ich im nächsten Level auch benutzen. Die Gloves sind da ja die hier, oder? Ja. Die hier. Und die hier. Und der Belt, den kann ich sowieso nicht nehmen, also kommt es mir nicht drauf an. Dann obtain.
Obtain, obtain, and obtain. Gut. Der Rest, den kann ich verkaufen. Sein Quit. Yes. Sieht aus, als wäre meine Mission noch nicht ganz vorbei. You kneel to offer the Dragon's Crown to the new Queen, Vivian. The crown of the Elysian King fits her well. With the legendary crown, the royal scepter and orb, none can deny her rightful ascension to the throne. The Dragon's Crown will be a symbol of power, inspiring fear in the hearts of any who would threaten Heidland. It represents the fact that warriors who defeated the mightiest foes reside in Heidland and will rise to defend it from any threat. Queen Vivian invites you to work at the castle. You value your freedom, so you politely decline. However, you vow to work for the Queen whenever the need may arise. In turn, she blesses you with the royal favor for life. As you exit through the Great Gate, many soldiers turn and salute. You have completed a legendary accomplishment. Queen Vivian would lead Heidland well, reclaiming its past borders and reasserting itself as a powerful nation. The tale of the Dragon's Crown ends here. Despite accomplishing enough for myriad lifetimes, your story is just beginning. The Elves' kingdom is deep in a forest where humans never tread. Elves don't trust outsiders. Most have never seen a human. You, however, dreamt of adventure and leaving the forest. That made you a bit of a social outcast. You returned to the forest after a long hiatus, worried about how you would be treated now that you have human and dwarf friends. To your surprise, you were treated well in all the land. The Elf King even granted you the title of Crown Regent. He's relieved because elves had foretold of the ancient dragon's revival, but laws dictated the king must fight it. So. Ich glaube, ja, Epic Elf. Ich, ja, Credits. Gut, ja, dann wären das wahrscheinlich so die letzten Worte im Let's Play und was ich so dazu zu sagen habe. Ja. Das Spiel hat mir sehr gut gefallen. Also ich weiß, es ist noch nicht vorbei. Es gibt da ja da die Möglichkeit, mehrere Durchläufe zu machen auf verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Das war bei der Vanillaware, glaube ich, schon immer so. Aber das Spiel hat mir sehr gut gefallen. Ich habe auch schon offline sozusagen auf meiner PlayStation Vita schon die anderen Klassen ein bisschen angespielt, neben dem Elf. Ich kann zwar immer noch sagen, dass der Elf oder die Elfin meine Lieblingsklasse ist, aber die anderen sind so verschieden, dass man wirklich überall einen anderen Stil beim Kampf hat. Ja, die Grafik, wenn man so möchte, ist halt etwas Spezielles. Etwas, was mir bei Vanillaware schon immer, was mich schon immer angesprochen hat. Ich kann sagen, ich bin noch nicht so lange am Vanillaware spielen. Angefangen mit Muramasa the Demon Blade auf PlayStation Vita. Aber es hat mir sehr gut gefallen. Der ganze Stil gefällt mir sehr. Die Musik in diesem Spiel ist jetzt nicht, ich würde nicht sagen schlecht, aber nicht der Rede wert. Ich habe jetzt zumindest keinen Track richtig rausgehört, bei dem ich sagen muss, oh, dafür muss ich die OST haben oder irgendwie sowas. Sondern nein, der antike Drache, was wir gerade jetzt hatten, hat ein gutes Final Theme, aber eben nichts, was irgendwie herausstechen würde. Was ich dem Spiel vorhalten muss, ist, dass es sehr grind-heavy ist. Das kann man so oder so sehen. Ich meine, wenn man sich ein Spiel kauft, das sich extrem aufs Looten festgelegt hat, wie jetzt eben Dragon's Crown, dann kann man davon ausgehen, dass es recht viel auch zu Level-Wiederholungen kommt, weil man da immer wieder neue Schätze und Level und Fähigkeiten oder alles rausholen muss. Also ja, es war irgendwie klar, aber es war jetzt in dem Maße, wie ich es erlebt habe, doch ein bisschen extrem. Das andere war die Schwierigkeitsgradkurve.
die sich extrem ange... Also, ich weiß nicht, der Schwierigkeitsgrad war konstant okay. Dann, sobald man den zweiten Durchlauf bei den Level hatten, hatte ich das Gefühl, dass es dann wieder extrem nach oben ging mit der Schwierigkeitsgradkurve. Dann blieb es für eine Weile wieder okay. Und dann sozusagen beim roten Drachen und antiken Drachen ging die Kurve gleich nochmal so eine Klippe nach oben. Was meiner Meinung nach nicht jetzt so das Ding ist, was ich mir wünschen würde. Aber sonst eigentlich nichts. Das Gameplay ist sehr gut. Also ja, es fühlt sich ausgewogen an, auch die Klassen. Auch ja, viel von den Patches, die da zwischendurch kamen, habe ich jetzt zwar nicht gemerkt, aber die Klassen fühlten sich allgemein recht ausgewogen an. Von dem bisschen, was ich mitbekommen habe. Ja, die Story, die war superficial quasi, wie es auch vorgesehen war von den Spielentwicklern, weil es ja mehr so, wenn mich jetzt, ich habe hier gerade noch so die Box, wo es auch nur George Kamitani's stunning homage to classic fantasy gaming delivers over-the-top character designs, lavishly rendered backgrounds and fast-paced side-scrolling beat-em-up combat. Und ja, ich denke, das wurde geliefert, was jetzt dort hinten stand, und das wurde auch vorbereitet. Nein, also sicher ein Spiel, das ich mich gefreut habe, Let's Play zu haben. Wahrscheinlich kein Spiel, zu dem ich irgendwie zurückkommen werde, um es zu Let's Playen, einfach weil ich vielleicht jetzt in nächster Zeit dann den Online-Modus ausprobieren werde, was wir gesehen haben, was nicht so Let's Play-freundlich ist, weil man einfach mitten ins Level hineingeworfen wird. Aber ja, sonst eigentlich hat es richtig Spaß gemacht. Das kann man sagen. Eben bis auf halt, wenn die Schwierigkeit gerade wieder so einen Raketenflug gemacht hat. Ja. Was haben wir sonst noch? Was haben wir sonst noch über das Spiel zu sagen? Ich weiß es nicht. Die Credits gehen ein bisschen zu lange. Sie zeigen jeden Namen einzeln. Das kann nur lange gehen. Naja, wenigstens lassen sie die besten Musik laufen, die sie zu bieten haben. Entschuldigung. Das war jetzt das Intro-Theme. Also, das ist das Intro-Theme. Gut. Ich schaue jetzt hier gerade auch noch ein bisschen die Namen an. Die Hintergründe wiederholen sich. Ich hätte es jetzt... In diesem Spiel muss ich jetzt... Gut, das ist jetzt Nitpicking, aber... in diesem Spiel hätte ich gern irgendwie... Wenn sie es wirklich so altmodisch gemacht hätten, dann hätten sie jetzt so als Credit-Scene, so während die Namen durchfließen, auch alle Monster und wie sie heißen und was sie sind und alles so noch ein bisschen quasi so wie bei den alten Spielen, wo man es noch hatte, wo da die Monster alle aufgezeigt wurden mit Namen und solche Sachen. Das wäre jetzt noch ein netter kleiner Trick gewesen, aber hey, ich akzeptiere es, wie es ist. Das sind ja nur die Credits. Und ich glaube, das waren die Credits. So. Game over. Thank you for playing. Auch schön geschrieben. Gut. Ja, wenn man diesem Spiel etwas sagen kann, dann sicher, dass es Stil hat. You notice that the image of Althena has been made anew. Okay. When you touch it, the goddess's voice echoes in your head. Her power returned because you defeated the dragon who stole it. Althena praises you and reveals a shocking truth. The ancient dragon you defeated was not the only one that awakened. She wishes that you would also save Jula and Vernus. With the goddess's combined powers, the seal will become stronger. They'd be able to seal the gate room permanently, forever locking the ancient dragons in the illusionary lands. First, you must defeat the ancient dragon who has stolen the goddess Jula's powers. To accomplish this, you must gather 9 more talismans. The trials to claim these will be even more difficult. These other ancient dragons have been awakened for much longer than the first. They will be far more formidable. Ja, genau.
Das ist genau das. Ja, jetzt kann man quasi auf hart spielen, aber das wollen wir ja nicht. Also ich möchte es nicht, weil eben jetzt kommt's, dass man alles nochmal machen muss. Aber gut, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffentlich hat euch das Projekt gefallen und ja, hoffentlich schaltet ihr beim nächsten Projekt auch wieder ein. In diesem Sinne, hoffentlich bis zum nächsten Mal.